Ja, willkommen zu den ersten Karthagen News, die es bei uns auf dem Server hier gibt. Da wir ja so viel, jetzt tut der Schneemann schon wieder über den Tisch laufen. Furchtbar. Ja, es ist halt Weihnachtszeit und ich habe gedacht, tust hier ein paar Schneemänner in unser neues Studio, was wir uns gebaut haben, und jetzt laufen die ständig überall und verbreiten ihren Scheiß Schnee. Aber ist egal. Ja, mit dabei ist der Guido. Hallo Guido. Geh weg. Ja, wir sind da nicht so egal. Ja, was können wir Neues vom Server erzählen? Wir haben eine Menge Neuigkeiten, die wir euch kundtun wollen, aber eigentlich wollen wir mit euch erstmal über den Weihnachtsmarkt gehen, den wir hier auf Karthagen Classic MC haben. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich da vorne stehe und eigentlich hier rumlaufe. Das liegt daran, dass das NPCs sind. Ja, so sieht man es auch. Na, gucken einen ständig an. Und da ist auch der Guido. Ich hab dich, ich Ja, hab geh dich. weg, geh weg, geh weg. Ja, dann lass uns mal zum Weihnachtsmarkt gehen. Der ist nämlich hier den Gang entlang. Und ich Ah, hoffe, dass Weihnachten. die Schneemänner uns nicht folgen. Die gehen mir nämlich auf den Senkel. Ja, was gibt's Neues bei uns auf dem Server? Was können wir denn so erzählen? Ja, zum einen haben wir ja Starbound. Da gibt es jetzt auch ein neues Update, dass man zum Beispiel Bäume anpflanzen kann, und wird ja als zweites Terraria gehandelt. So, nicht wundern, ich bin im Flugmodus, damit ihr mehr seht. Und ja, Starbound ist sehr nett, kann man gut spielen, und da werden wir euch auch noch eine Menge zu zeigen. Hier zum Beispiel der Weihnachtsmann, auch vom letzten Jahr von, wie heißt er denn? Rixe Black und seiner Freundin. Der macht sogar Musik, Guido. Ah, Musik. Hörst du's? Weg mit Musik. Ja, dieses Projekt hier ist ein Gemeinschaftsprojekt, so viel können wir verraten. Zum Beispiel hier der, ja, wie nennt man das? Weihnachtskranz wurde von Baltero gemacht. Dann haben wir hier noch ein paar Geschenke. Jetzt leckt es hier bei mir oder so. Auf jeden Fall habe ich nicht alle Texturen. Bitte entschuldigt das, aber das ist halt manchmal so. So, ja, der Weihnachtsbaum zum Beispiel wurde von Golke in Zusammenhang mit Baltero gemacht. Die Geschenke wurden teils von mir und von anderen Usern gemacht. Hier haben wir einen schönen Schlitten. Und ich glaube, das eine ist Guidos Werk. Das will ich euch nicht vorenthalten. Wenn man mich hier langläuft, begegnet man Angela Merkel, die hier Nein, durch also die so einen Gegend schlechten Schatz läuft. würde ich mich, bin noch nicht mal ich mir einfallen lassen. Guck dir das an, ey, die läuft hier wirklich durch die Gegend. Das Ja, ist aber ja so einen schlechten Schatz würde ich mir furchtbar. nicht einfallen lassen. Ja, furchtbar. Ja, wie gesagt, jede Menge zu sehen auf unserem Weihnachtsmarkt. Und ja, und wir haben natürlich auch in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, ein kleines Präsent. Ich habe meins schon leer geräumt, deswegen kann ich euch nicht zeigen, was da so drin ist. Ui. Für die User. Was ist denn da drin, sag mal? Wir haben hier 25 Diamanten, 64 Bookshelves, 64 Cookies, zur Weihnachtszeit besonders lecker, ein Kuchen, auch mein Geburtstag ist ja erst nächsten Monat, einen Lasercube und zu guter Letzt noch Itemframes, 20 Stück an der Zahl. Das ist aber ein reichliches Geschenk. Wer hat das denn eingepackt? Meine Fresse. Ja, Keine Ahnung, aber letztes Jahr war es mehr. wir können ja mal zeigen, was wir letztes Jahr geplant hatten. Warte, ich brauche mal einen Knopf dafür, weil wir machen das nicht mehr für die User auf, weil wir keinen Bock haben, die ganzen Geschenke hier auszupacken. So, dann können wir ja mal reingehen. Und hier geht es mit dem Lift nach unten. Und da seht ihr schon, es ist ein kleiner Jump-and-Run-Parcours. Und in jeder dieser Kugeln oder dieser Geschenkpakete ist ein Geschenk für einen User gewesen. Das haben wir dieses Jahr nicht freigeschaltet, da wir natürlich mit der Serverumstellung für euch ziemlich viel zu tun hatten, ne, Guido? Und deine Ausreden, du wolltest doch bloß einfach nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich hatte wirklich viel zu tun. Ja, auf jeden Fall konnte man hier hochklettern bis ganz nach oben.
Und hier oben konnte man da durch und kam in den Hut von dem Schneemann. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe, aber ich kann das gerne mal probieren. Ja, abgestürzt. Ja. Ja, ich habe da ein bisschen Probleme. Tü Ja, tü. hier seht ihr schon, hier sind jetzt viele Irrwege. Und hier sind dann auch noch mal Geschenke. Da war zum Beispiel Mainz vom letzten Jahr, oder? Nee, Touren. Ich klicke mich jetzt einfach mal hier durch. Ich habe da jetzt keine Lust, dieses durchzumachen. Wer das machen möchte, kann das gerne tun. Dem können wir das hier gerne aufmachen. Und dann konnte man noch weiter nach oben. Wie gesagt, es war ein Parcours, soweit ich mich erinnere. Und dann war Lassen Sie. hier Ende. Genau. Da war eine Glasscheibe. Hier war nochmal Parcours. Also ihr seht schon viel zu entdecken hier bei uns. Und ich klicke mich jetzt einfach mal nach oben raus. Hier bin ich jetzt auf der Hutkrempe des Weihnachtsschneemannes. Und ja, wir können uns ja von hier oben, da hat er auch seine Pfeife, die er raucht, kann man das ganze Gelände hier sehen. Richtig schön gemacht. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bedanken an die ganzen Erbauer, die das Ganze hier möglich gemacht haben, auch im letzten Jahr. Und ja, für eure Treue, dass ihr hier auf Katalgengelb spielt und so weiter. Ja, möchten wir uns halt bedanken. Und wie gesagt, wir melden uns bei Starbound und Starmade, die neuen Spiele hier bei uns auf dem Server, die man spielen kann, noch zurück. Wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und man sieht sich auf jeden Fall bestimmt im neuen Jahr. Nicht, Guido? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, danke fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Freude gemacht. Bis im neuen Jahr. Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss.